Wir haben jetzt Anfang Oktober. Und diese schönen, kapitalen Birkenporlinien finde ich jetzt hier im Wald an Birkenstümpfen in großen Mengen. Trotz der Trockenheit, hier hat es jetzt in den letzten Wochen und Monaten so gut wie nie geregnet. Und dann sind hier solche schönen großen Birkenporlinge zu finden und natürlich auch noch viel kleinere, die jetzt natürlich noch wachsen werden. Deswegen lasse ich die jetzt auch hängen. Aber das sind doch mal richtig schöne Exemplare. Schaut euch das an. Das ist richtig geil. Ja, ich habe in einem Video schon über den Birkenporling berichtet und seit eigentlich Anfang September wachsen die schon wieder und ich bin der Meinung, das ist einer der wertvollsten Pilze, die es überhaupt gibt. Daraus kann man sich einen wunderschönen Tee machen, der bitter schmeckt, aber mit etwas Honig zusammen eine ganz wunderbare Kombination ist. Und ja, schaut euch das an. Es gibt einen Doppelgänger vom Birkenporling. Das ist der Zunderschwamm, der auch an der Birke wächst. Allerdings ist das markanteste Merkmal bei dem Birkenporling, dass die Unterseite rein weiß ist. Die ist natürlich beim Zunderschwamm ist die grau, bräunlich. Ja? Und hier sieht man auch keine Wachstumsringe beim Birkenporling, denn der Birkenporling ist ein einjährig wachsender Pilz. Das heißt, er kommt jedes Jahr neu aus dem Holz heraus. Während der Zunderschwamm ist mehrjährig, das heißt, der wächst von Jahr zu Jahr und wird von Jahr zu Jahr größer und dadurch hat er auf der Oberseite auch immer entsprechende sogenannte, ja man kann eigentlich sagen Jahresringe, es sind sowas wie Jahresringe. Ja, das sind die ersten Birkenporlinge für dieses Jahr. Mitte September und die sehen natürlich fantastisch aus. Guck mal. Von der Sorte habe ich jetzt ein paar gefunden. Ich lasse die aber noch ein bisschen wachsen, weil die sind doch schon noch wirklich sehr klein. So findet man die Birkenporlinge in der Natur vor. Stell mal größer. Ja, Birkenporlinge wachsen ausschließlich an Birken. Also ich habe sie noch nie an einem anderen Baum gesehen. Und wenn man einmal einen Platz gefunden hat, an dem man Birkenporlinge gefunden hat, kann man alljährlich dahin zurückkehren, weil die Chance ist immer sehr groß, dass an der Stelle im nächsten Jahr fast unabhängig von der Witterung ab September, Oktober wieder Birkenporlinge wachsen. Und ich habe jetzt hier noch was entdeckt, das zeige ich euch natürlich auch. Hier sieht man auch noch ein Exemplar, auch noch etwas klein, lasse ich auch noch mal vielleicht 2 Wochen hängen. Wenn ich dann wiederkomme, dürfte der noch ein bisschen größer geworden sein. Und jetzt fahren wir doch mal den Stamm der Birke hinab. Und da ist auch schon der nächste. Ich mal schauen. Ja, er ist noch sehr klein. Und auf der anderen Seite,
dieses Birkenstammes, der schon fast am komplett verrotten ist, findet man hier den Zunderschwamm. Und ein weiteres Merkmal des Zunderschwamms im Vergleich zum Birkenpoling ist, dass der wirklich eine sehr harte Konsistenz aufweist. Und der Birkenpoling hingegen ist richtig weich. Also da kann man ihn auch sehr gut unterscheiden. Hier haben wir wieder einen. Und ich zeige jetzt mal, wie klein der ist im Vergleich zu meiner Hand. Also das lohnt wirklich noch nicht, sich mit diesem Birkenpoling-Babychen abzugeben. Das ist noch viel zu klein. Den lasse ich einfach noch hängen und vielleicht in 2 oder 3 Wochen dürfte der eine beachtliche Größe haben. Ja, dann komme ich wieder und nehme ihn dann mit. Ja, an dieser Stelle habe ich letztes Jahr einen Birkenpoling entfernt und nicht weit davon, nämlich vielleicht nur ein paar Zentimeter daneben, ist der nächste für dieses Jahr gekommen. Ein paar Meter weiter finde ich jetzt an einer Stelle den Zunderschwamm. Ja, der Zunderschwamm, das ist mehr etwas für Survival-Experten. Damit kann man Blut transportieren über eine längere Distanz. Ich habe auch schon mal gehört, dass er in Frage kommt als Vitalpilz. Habe damit aber noch keine Erfahrung gemacht. Ja, man sieht ja auf der Unterseite, er ist nicht rein weiß, sondern eher grau, wie schon erwähnt. Und dadurch ist er natürlich deutlich gekennzeichnet im Vergleich zum Birkenpoling. Ja, man sieht ja auch diese Ringe auf dem Fruchtkörper, auf der Oberseite. Das hat natürlich der Birkenpoling nie. Das sieht man bei diesem Fruchtkörper ganz besonders gut. Ja, diesen Pilz werden wahrscheinlich die meisten schon kennen. Das hier ist das Judasohr, in der chinesischen Küche auch als Mu-Erdpilz bekannt. Es handelt sich um einen Heilpilz. Ja, auf die Wirkung dieses Pilzes gehe ich jetzt mal nicht ein. Ich sammle ihn auch nicht, um zu heilen, sondern kommt in die Suppe und ja, schmeckt ganz gut. Wachsen tut er an Holunder, abgestorbenen oder fast abgestorbenen Holunderstämmen und Zweigen. Und ja, davon gibt es hier jede Menge. Wenn man hier mal schaut, das sind alles Judasohren. Und die könnte ich jetzt theoretisch alle ernten. Das meint auch der Hund. Diese Birkenpurlinge, die haben hier eine weiße Schicht, eine Porlingsschicht, eine Porenschicht. Und ja, diese Schicht entferne ich immer, bevor ich die Pilze mit so einer Raspel klein mache und dann zum Trocknen aufs Blech lege. Auf das Backblech. Und dann kommen sie in den Ofen.
diese Schicht, die geht sehr leicht ab. Man sticht mit dem Messer einfach rein und man wird feststellen, das ist eigentlich ja, so eine Haut. Ne? Und man kann die dann, zack, ja, so ganz leicht abziehen. Also es ist wirklich sehr einfach, sie ist sehr dünn und ich habe mal gelesen, man soll sie entfernen. Warum, weiß ich nicht. Ich entferne sie dann halt auch. Ja. Hier seht ihr, so kann man die ganz leicht abziehen. Rundum. Aber nur auf der Unterseite. Also die Hutoberseite, die ist davon ausgenommen. Ja. Ja. Das war eigentlich schon alles. So, das sollte reichen. Und die Unterseite wird dadurch jetzt noch ein bisschen heller. Okay. Und ja, die Reste, die entsorge ich dann. Können zum Biomüll gehen. Und dann nehme ich jetzt die Raspel. Ja, und ziehe das einfach hier so vorbei. Und ihr seht schon, ja, das fällt jetzt einfach hier unten raus. Was soll es auch sonst machen? Der Rest, wo ich jetzt mit der Raspel nicht mehr weiterkomme, den kann ich dann noch klein schneiden. Die kommen dann einfach dazu. Die werden einfach mit getrocknet. So, dann lege ich jetzt hier noch einfach mit aufs. Das ist hier so ein Gitter. Ja? Und dann seht ihr hier die kleinen geraspelten Bowlingteile. Das mache ich jetzt mit den anderen auch. Die kommen dann aufs Blech. Das Blech wird wahrscheinlich dadurch sehr voll. Und das kommt jetzt komplett so, wie es ist, in den Ofen. 50, 60 Grad, 70 Grad vielleicht höchstens. Nicht zu heiß. Lieber ein bisschen niedriger die Temperatur wählen und dann länger im Ofen lassen.